Erinnert mich ein wenig an einen Pokémon. Ich weiß auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Blade and Soul. Mein Name ist Daniel P. Und wie in der letzten Folge angekündigt, wow, die ist feucht. Das wollte ich so nicht sagen, sondern es stand da drüber. Habe ich ja gesagt, dass wir das hier machen. Ui, es leckt ein kleines bisschen. Y ging mir. Wahrscheinlich, weil ich irgendwas gedrückt habe oder so. Zu wenig. Wie heißt das? Fokus, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Geht es jetzt wieder rund mit einem Dungeon sofort? Ach ja, Magier, ich kann mich erinnern. Das war nicht so cool, von Weitem anzugreifen. Cool, habe ich gerade gedrückt. Und das ging ja doch. Ich war nicht mehr ganz sicher. Das ist schon wieder so lange her. So, auf jeden Fall, die Kombis sind geil. Also das ist echt eins der Top-Games momentan mit, was so den Kampf, also was so den Kampf ausmacht. Weiß ein Stück ausweichen, bam, hinterher und gib ihn. So, auf jeden Fall, müssen wir mal gucken. Was sollte das denn schon wieder? Mensch. Ich wollte das mal wieder machen. Ging jetzt nicht ganz so gut, weil die 1 noch fertig war, aber man muss ja ein bisschen so die Skills wieder üben, die man so gelernt hat. Das war nochmal das. Ach, das war nur Schaden. Okay, ich wollte mal wissen, was... Ah, ich dachte, er haut noch einmal, aber ne. War schon happy. Nächstes Mal seid ihr dran. Gut. Riecht man da dran oder was hat er jetzt gesagt? Oder nichts, nichts machst du da dran. Aber warte mal. Haben wir auch. Warte mal, erstmal gucken, ob hier nicht noch mehr ist. Nicht, dass man hier noch tausend Sachen anklicken muss. Das ist ja manchmal so. Aber jetzt auf jeden Fall nur noch Schamanen besiegen. Und drauftreten. Und nochmal drauftreten, weil ich es kann. Gut. Und tot, auf jeden Fall. War mal lustig jetzt wieder. Ja, kann ich... Klappt einfach nicht. So, der Linksklick war noch in Cooldown, habe ich jetzt gerade gesehen. Ich hatte mich gewundert. Aber warum hat der so lange Cooldown? Haben die das echt reduziert, oder? Bam. Na gut, jetzt war klar. Was sollte das denn von dir? Was war? Hat nicht gezählt, okay. Nicht schlimm. Da bin ich nur sauer. Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Was sollte das jetzt wieder? Ich will meine Fähigkeit benutzen und das ging einfach nicht. Naja, immerhin kann ich den Rechtsklick benutzen, wenn der Linksklick nicht will. Der hat eine echt hohe Cooldown, oder? Genau. Das war nicht so leicht. Warum dreht er sich denn jetzt um? Ja, ist klar. Aua. Ich dachte...
dachte halt, ne, dass der umfällt, aber das tut er gar nicht. Na. Okay, aber der ist gleich tot. Wird immer besser, würde ich behaupten. Ein bisschen Gas noch drauf machen hier. Bäm. Okay, haben wir geschafft. Und zwar haben wir Stichli besiegt. War ganz cool. Ich finde auch, der Charakter hat ziemlich viel ausweichen, wegporten, ausweichen und dann wieder wegporten und vor allem dann Schaden auslösen. Macht echt Spaß. Wenn man dann mal drauf klarkommt, natürlich. So, mal gucken, was gibt es jetzt hier Schönes? Wir haben gekriegt. Versiegelte Kampf-Bagua. Okay. Und, das hatten wir schon mal. Das leuchtet mir einfach immer. Voll doof. Achso, lege ich die an. Klar, das gab für irgendeinen Teil der Quest, muss man das anlegen. So, dann das hier noch eben öffnen. Gab nur einen Trank, naja. So, fertig. Ich glaube schon. Dann können wir jetzt raus und müssen kurz links rum, glaube ich, und müssen dann nämlich in diesen Kilua oder wie der hieß, töten. Hong Moon Shop. Ach so, ja, da war ich gerade drin. In Seacoin oder Hong Moon Münzen. Finde ich cool, dass man auch Hong Moon Münzen benutzen kann, denn ich glaube, das ist alles, also die kann man im Spiel erreichen. Zumindest war das mal in irgendeinem des Dingen drin, hier in so einem. F, um Gruppenmitglieder zu finden? Nee. So schwer war es jetzt auch wieder nicht. Ich hänge schon wieder fest. Boah, ist das schrecklich, diese Brücke hier. In einem dieser. Warte mal, den müssen wir jetzt ganz hinterlistig töten. Kriegen wir das hin? Da. Mwahaha. Okay, schnell wieder abrüsten hier. In. Hier so eine Umfrage, meine ich. Da war das drin. Da stand drin, wussten sie, dass sie alles auch, fast alles mit NC-Coins oder Hongmoon-Münzen kaufen können? Da habe ich gesagt, ja klar, habe ich gehört. Ich meine, ich habe sehr eine Beta gespielt. So, haben wir, links müssen wir hin und dann mit alten Show reden. Ah, der ist auch hier anscheinend. Okay. Haben wir schon wieder viel geschafft. Und die Folge ist noch nicht rum. Geil. Aber wäre zu lang gewesen in der letzten Folge. Oh. Wieder zu oft gedrückt. Übrigens, hier kann man das erste Mal Berufe aussuchen. Und das Problem ist einfach, dass ich noch nicht genau weiß, welche. Und aus dem Grund mache ich das noch nicht. Irgendwann wird es mal was geben dazu. Dann werde ich mal eins aussuchen. Aber dazu muss ich mal das durchlesen und vielleicht mal woanders noch recherchieren. Meistens in-game sind die nicht wirklich gut erklärt. Oder? Ich weiß auch nicht. Meistens ist das so, ich gucke immer erst, was man so machen sollte. So, das haben wir. Jetzt da links noch rein. Und dann geht's, glaube ich, schon weiter. Vielleicht. Mehr Ausdauer wäre der Hammer. Dass man länger rennen könnte. Am besten unendlich viel, ehrlich gesagt. Oder?
Wuhu! So eine kleine Putzige hier. Die ist irgendeine der Handwerkmeisterin. Jetzt lernt man das, glaube ich. Ich habe ja, wenn ich alleine spiele, habe ich mir das am Anfang durchgelesen. Genau, Sammel- und Handwerksgilden. Steht da Blut, Butzfurt, okay. Ich habe erst Blutfurz geredet, da habe ich, ach, gelesen, nein, nicht, da habe ich gedacht, huh, was für ein komischer Name. Hm, nam 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 nam. Aula. Bitte was? Fischerbund? Vielleicht später. Den wollte ich anreden. Ich wollte gerade sagen, seit wann muss man denn sowas machen? Im Gegenteil. Man wird nur hingewiesen, dass man es kann, und dann kann man sich das irgendwann selber auch so. Boah, habe ich da jetzt viel Ausdauer verschwendet. Jetzt kommt aber. Ihr seht ein wenig krank aus. Naja, das liegt daran, ich kriege wenig Schlaf und YouTube und sowas, das ist alles stressig. So, jetzt gleich ist endlich fertig. Sowas zum Beispiel hätte ich normalerweise außerhalb der Folge gemacht. Wenn jetzt die Folge beendet gewesen wäre, würde ich sowas eher nicht innerhalb der Folge machen. Ist ein bisschen, ja. So, jetzt müssten wir, glaube ich, endlich weiter. Und das heißt, genau, endlich gehen wir hier raus. Was heißt endlich? So lange waren wir hier gar nicht, um ehrlich zu sein. Eigentlich ist das relativ kurz. Das finde ich eigentlich auch cool, dass das Spiel einen schnell durch die Welt lotst. Naja, wie gesagt, eine Ausdauer wäre cooler. Etwas mehr davon vor allem. Wird man wohl noch kriegen. Okay, jetzt können wir nur noch ganz langsam laufen. Oh, Bunny, oi, Quark, die Koki rufen. Bitte was? Naja, selber schuld, wenn er zu viel säufst. Gehen wir mal da durch. Jetzt müssen wir nämlich zu so einem fetten Frosch, das weiß ich noch. Wie gesagt, im Livestream habe ich es ja mal gemacht. Waren auch, glaube ich, 20 Leute oder so da. War ganz nett. Und ich glaube, einige haben echt Spaß an dem Spiel gefunden. Zumindest haben die gedacht, ja, das sieht ganz cool aus. So, hier müssen wir Pilze töten oder finden. Da liegen welche. An den Pilzkappen, genau, ich kann mich erinnern. An der Düsterkappe heißt die. Man muss immer erst gucken, wie schnell die sind im Schlagen. Klingt ja noch, ne, Quatsch. Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Ich habe alles erfüllt. Na komm, na komm, na komm. Bäm. Hier müssen wir Gras sammeln. Ne, Kraut. Nicht Gras, einfach irgendwelches Gras sammeln ist nie gut. Da hinten war auch was. Habe ich vorhin nicht gesehen. Warum nicht? So. Dann gehen wir einfach ein Stück weiter. Das ist meistens so, dass man die meisten Sachen auch später noch bekommt, so wie ein Bär. Da ist noch eine Düsterkappe. Das muss ich gleich aufheben. Erst nehme ich mir das, weil sonst klaut der mir das. Im Baum rumfummeln. Ach, guck mal. So ein komisches Wesen, aber doch irgendwie ganz reizend, würde ich mal einfach mal sagen. Um einfach mal ein neues Wort in die Runde zu werfen. Das sieht komisch aus. Erinnert mich ein wenig an einen Pokémon. Ich weiß auch nicht. So, wie viele Bären müssen wir noch besiegen? Bären mit Ä, nicht Bären.
Die haben wir jetzt auf jeden Fall. Pilzkörper brauchen wir noch. Da ist. Na, ich sag mal Pilzkörper. Die ist der Kappen heißen die. Hirsch auch, ne? Hirsch nicht. Ja, der noch. So, dann haben wir das. Eine noch, glaube ich. Und ne, Bären müssen wir nicht mehr töten. Die sind alle tot. Also haben wir genug gehabt. Finde ich gut. Sonst ist es immer ein bisschen so, man muss wieder zurücklaufen. Ich hasse zurücklaufen. So, jetzt geht's weiter zu diesem kleinen Lagune der Frische. Teich, wollte ich sagen erst. Zu dem Teich. Zu der Lagune der Frische. Ich hab Angst. Wow, hier hat aber einer aufgeräumt. Wow. Ohrring der, keine Ahnung, Hormon Phase 1 erhalten. Ja, da steht's. Na komm, mach schnell. Haben wir auch noch eine. Okay. Wow, bin ich stark. Kokisaurus. Hm, was für komische Namen die manchmal haben. So, da ist anscheinend Gras. Wie viel brauchen wir davon? 5. Hm. Ah, der Endgegner ist gespawnt. Das ist gut. Na toll. Genau jetzt hat er es hingeregt. So, Endgegner wird auch schon angegriffen. Das ist gut. Allerdings auch ziemlich viel Schaden macht da jemand. Na gut, ich muss ein bisschen hier öfter den Linksklick machen. Ich habe ziemlich viele Fähigkeiten. Und ich habe den Fokus immer sehr schnell down. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Gras. Da ist was. Ah, ich brauche noch 3 Stück. Aber nur noch einen davon. Naja, Gras. Mal gucken da. Ach, da ist wirklich Gras. Mitten im Wasser vor allem. Das finde ich gut. Rauschgras. Rauschkraut. Ich weiß nicht, warum ich immer auf Gras komme. Nur weil es Gras ist. Ja. So, 4 von 5. Ein einziger noch. Ach, danke. So, jetzt gleich müssen wir mal gucken. Wir haben nämlich was bekommen. Huch. Und zwar einmal das Ding hier. Das gibt nämlich einen Stein. Den kann man da einsetzen. 2 Sekunden Resistenz, kritische Werte. Ich werde den nämlich jetzt noch ein paar Mal besiegen. Das werde ich wahrscheinlich außerhalb der Folge machen, wie man mittlerweile an der Zeit sieht. Aber wir geben eben die Quest noch ab, nachdem wir einen besiegt haben. Einen einzigen nur, komm. Mussten wir echt so weit laufen dafür? Da ist er irgendwo wieder. Ich würde aber trotzdem sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich den noch ein paar Mal besiegt habe. Bis dahin werde ich wahrscheinlich sogar weglaufen noch hier. Na egal. Ihr werdet das dann ja sehen. Ciao.